Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Scum. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit dabei seid. Ja, Lieben, weiter geht's mit unserer Expeditionstour durchs Winterbiom. Letzte Folge haben wir hier mit dem Gefängnis ja schon einen richtig guten Spot entdeckt. Der es auf jeden Fall auch wert ist, dass wir da öfter mal vorbeifahren, allein schon, weil es nicht weit weg ist von unserer Basis und weil es da eine Autowerkstatt gibt und weil es, wie ihr in den Kommentaren geschrieben habt, tatsächlich vom Grundriss her das Gefängnis aus The Walking Dead ist, was ja mal super, super cool ist. Deswegen hat es mich auch gleich daran erinnert, irgendwie diese drei Gebäude, wie die aufgestellt sind, diese drei Gefängnisblocks, wie die so zueinander angeordnet sind und auch diese Auffahrt, wie man halt reinfährt zum Gefängnis, mit diesem, halt durch diese Kurve so halb hoch. Ja, ist halt das Gefängnis irgendwie aus The Walking Dead, was nochmal den ganzen Spot nochmal extra cool macht. Ja, ihr Lieben, und in dieser Folge geht es jetzt weiter drüben an der Radarstation. Ja, auch eine Location, die von euch schon ganz oft vorgeschlagen wurde als lohnenswert und einfach, dass es cool ist, da vorbeizuschauen. Und ja, da werden diesmal wohl Militärzombies auf uns lauern, wahrscheinlich auch ein paar Sprengzombies. Wir gucken mal, uns geht es ja soweit noch ganz gut. Pfeile haben wir auch noch genug dabei. Der Pickup ist in Top-Zustand, soweit alles in Ordnung. Wir können es auf den Weg machen. Da hinten latscht der Zombie-Horde rum. Die werden wir aber ganz gekonnt einfach ignorieren. An denen fahren wir jetzt einfach mal vorbei. Wir werden auch versuchen, querfeldein einfach, wie ich letzte Folge gesagt habe, querfeldein hier. Wir biegen jetzt ab, die nächste. Gleich wieder rechts hier. Und dann versuchen wir uns erstmal hier durchzudrängeln zwischen denen. Jetzt irgendwo hier rum. Und dann versuchen wir einfach mal, weil auf der Karte sieht es vom Gelände her ganz gut aus, dass wir hier einfach querfeldein versuchen zu fahren jetzt. Einfach gleich wieder links hier rüber. Geht zwar schon ein bisschen bergauf, aber sieht vom Gelände her sieht das aus, als wenn wir hier rüber fahren sollen, könnten, dürften, müssen mit unseren Fähigkeiten. Mal sehen. Solange es nicht zu steil wird. Und das sieht alles ganz gut aus hier. Wie gesagt, auf der Karte sieht man auch nirgendwo Felsen. Also sollten wir hier auch drüben wieder vernünftig, oh wei, oh wei, oh wei, vernünftig runterfahren können, wenn wir es denn hier hoch schaffen. Bisschen hier hochschlängeln. Wenn wir oben sind, sollten wir eigentlich schon was sehen können auch. Ich meine, wir konnten die Radarstation von unserem Camp unten aus sehen. Also eigentlich müssten wir jetzt auch schon. So, mal gucken. Wir sind eigentlich schon gleich auf der Straße. Sehr schön. Genauso habe ich mir das vorgestellt. Klappt gut. Mal sehen, wie steil es jetzt hier abwärts geht. Bevor ich mich zu früh freue. Nee, das sieht gut aus. Wir sind hier schon auf der Straße. Oh, wie gut. Wir sind schon hier auf der richtigen Straße. Perfekt. Ja, guck mal, da hinten. Also jetzt können wir es nicht sehen. Aber da unten. Da ist hier die gute Insel. Können wir zumindest sehen. An der Seite da unten müsste auch unser Lager sein. Da hinten. Alles. Oh. Na. Auf geht's. Sonne kommt auch mal ein bisschen raus hier oben. Guck mal einfach mal wieder, wie fantastisch das aussieht. Oh, wir kriegen Airdrop. Wo ist der? Oh, da unten. Müssten wir umdrehen. Müssten wir genau umdrehen. Nee. Dann, das, wenn der jetzt irgendwo hier oben, aber so, weil wir so, da müssen wir komplett einmal wegfahren. Das machen wir. Die fahren jetzt hier oben erstmal weiter. Weil es hier oben einfach richtig cool aussieht. So, wir sind auf der richtigen. Wir sind richtig, ja. Komisch, warum sehen wir denn noch nichts? Guckt euch das mal bitte auch an, hier hinten raus. Das sieht ja auch wieder richtig fantastisch aus. Wie schön einfach wirklich die Wettereffekte in Scum sind, ne? Wie toll das aussieht hier mit dem bewölkten Himmel. Jetzt gerade da hinten, wo die Sonne so ein bisschen durchkommt eben. Immer wieder schön. Oh, Vorsicht, nicht umkippen. Jetzt sieht man nicht was. Hier sind wir. Das scheint auf jeden Fall auch ein größeres Gelände zu sein. Sehr, sehr cool. Ich weiß nicht, wie nah wir da ranfahren können. Sonst hier gleich die ersten Zombies auf den Kopf regnen. Wir machen wieder ganz langsam. Langsam und leise. Schritttempo hier, so leise wie möglich. Ohne die Karre dabei abzuwürgen. Das können wir auch nicht so gut. Da müssen wir jetzt besser werden. Wir sind immer noch ganz am Anfang. Was die Fahrfähigkeiten angeht. So. Da
haben wir auf jeden Fall schon mal wieder einen eingezäunten Bereich, auch würde ich sagen, auf dem Gelände. Bis jetzt höre ich noch nichts. So, unseren absterbenden Motor wieder mal. Sieht das cool aus hier. Okay, 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 okay. Aussteigen. Wir haben schon die ersten aufgeweckt. Mal sehen. Na? Na? Erst ein bisschen zurück. Das waren auf jeden Fall gleich schon mal mehr als einer. Ganz sicher. Okay, dann würde ich sagen, wir müssen erstmal zu Fuß gucken. Bevor wir da weiter reinfahren. Wenn hier jetzt Sprenger zwischen rumlaufen. Da kommt schon einer geregnet. Na? Hast du überstanden? Ah, hat sich aber schon gut wehgetan. Hätte nur noch einen Schlag aus. Okay, ich würde sagen, wir gehen erstmal vorsichtig zu Fuß rein. Wo jetzt sieht es wieder ruhig aus. Vielleicht trauen wir uns auch noch ein Stück weiter reinzufahren. Ich glaube, wir trauen uns noch ein Stück weiter reinzufahren. Das sieht richtig cool aus. Gespannt, wie das von innen aussieht. Wie gesagt, wir waren noch nie hier. Aber die Scum-Welt ist auch riesig. Da kann man selbst in drei, ach, selbst in fünf Staffeln wahrscheinlich auch noch nicht überall gewesen sein. Das ist ja gerade mal unsere dritte Staffel Scum. So. Ich hoffe einfach mal, dass ihr zu großen Teilen da irgendwo eingesperrt seid. Nee. Der zumindest nicht. Na dann komm her. Noch ein Hüpfer. Klatsch. Das ist so gemein. Aber ist auch so gut. Und es ist auch nur fair, dass die Fallschaden nehmen. Vorher konnten die alles machen. Ich weiß noch, als wir das erste Mal, ich glaube in Staffel 1 in der Stadt waren und die Zombies da irgendwie teilweise auf den Dächern standen und einfach mal runtergesprungen sind. Oder auch aus den Häusern oben, aus den Fenstern rausgeregnet sind irgendwie, oder auf jeden Fall von den Dächern. Und egal wie hoch das war, einfach auf die Straße klatsch und weiter geht's. Und das ja eigentlich, wenn man dann wieder die Story bedenkt, dass es ja eigentlich keine Zombies sind, das sind einfach alles auch nur Menschen. Die sind eben alle nur ferngesteuert. Und das Hirn ist ein bisschen geröstet worden. Deswegen sind es aber auch faktisch für mich, weil die sich wie Zombies bewegen. Nur die sind ja sogar tatsächlich eigentlich ferngesteuert. Oder zumindest, naja, nicht alle direkt. Manche stehen ja auch nur so sinnlos rum und so und agieren nur minimal. Aber so ist ja eigentlich die Story. Deswegen passt es dann auch gut, dass sie sich wehtun. So, ne? Dass ihr euch wehtut. Okay, weiter geht's. Rein. Vorsichtig näher ran. Sieht jetzt schon sehr, sehr cool aus. Und wir haben das alles Militärzombies hier, aber wie man sieht. Also wir haben hier Militärzombies. Die Radarstation ist Militärgelände. Alle Tarnkleidung an. Das heißt, die Gefahr, dass hier ein Sprenger irgendwo auf dem Gelände oder auch in einem von den Hangars drin ist, ist gegeben. Wow, ist da was los. Wir machen sofort das Auto aus. Weiter fahren wir nicht mehr ran. Aber jetzt ganz leise. Oh, ich glaube, da finden die eine Lücke im Zaun. Wo rennen die hin? Oh ja, oh ne, oh ja. Oh. Sehr schön, der ist wieder reingesprungen. Der muss wieder rumlaufen. Das ist gut, jetzt komm schnell her. Der andere muss nochmal rumlaufen. Der ist wieder reingehüpft. Wie gut. Ah, nein, schnell. Fall um. So, jetzt kommt der auch raus. Mal sehen, ob er wieder reinhüpft. Das ist so gut. Das wäre jetzt so gut, wenn er jedes Mal da reinspringt und wieder im Kreis rennt, ne? Komm, bitte. Mach das. Ah, nee, schade, jetzt ist er runtergefallen. Das wäre so super gewesen. Hätte ich, wäre ich erstmal hier stehen, hätte ich mal geguckt, wie oft er das macht. Wie oft er das macht. Herrlich. Die Zombies sind manchmal auch so gut. So, okay. Sollen wir aufpassen, dass wir hier gucken, weil die haben alle anscheinend irgendwie hier. Ist das hier alles nicht mehr ganz so sicher? Mit den Zäunen. Der scheint noch eingesperrt zu sein. Liegt hier ein Parkwächter drin? Nee. Das liegt da oben drauf. Nur ein paar Stofffetzen. Ganz ruhig, ganz ruhig. Guck mal, wie groß das auch ist. Da haben wir dann schon mal einen großen Hangar. Gibt es hier etwa
Ich wollte sagen, gibt es hier etwa irgendwie auch noch ein Lager für Baumaterialien? Nee, alles militärisches Loot. Okay, aber umso besser. Vielleicht finden wir ja endlich unseren Köcher. Wir haben schon wieder ordentlich Zombies gefunden. Die sind schon wieder richtig sauer, dass wir hier rumschleichen. Gefällt mir jetzt schon richtig gut hier. So, ich würde sagen, wir packen mal wieder Pfeil und Bogen ein bisschen aus. Für manche von denen hier schön auf die Distanz, schön leise. Da muss er. Schleicht er dahinter um die Ecke rum. Die hört sich fast an, als wenn hier gleich direkt einer hinter uns steht. Oder seid ihr beide da drüben so laut? Sauber. Na, weißt du, wo es hergekommen ist? Ja, ist sich nicht sicher, doch, er weiß es. Schnell aufhalten. Wo ist die Sonne? Wird schon wieder. Ist doch schon wieder der Tag so weit rum. Die sind doch aber morgens losgefahren. Naja, relativ, aber doch schon. Aber gut, im Gefängnis hat auch lange gedauert, sich da umzugucken. Gab es auch viel zu sehen, viel, viel mehr als ich dachte. So das Coole mit dem Untergeschoss, wo wir dann wirklich da das noch gefunden haben mit der. Da war ja alles dann. Eine Krankenstation, noch mehr Werkstätten und. Und das Waffenlager. Wieder vorbeigesemmelt hier. Okay, guck mal, was liegt da denn rum? Ach, nur Metallrohr. Ja, leider sind wir noch. Wir können selber noch keine Metallfischer. Ich glaube, wir können das auch gar nicht lernen. Weil das gibt es auch nirgendwo als ausgegrauten Bauplan, dass man selber Metall- und Carbonpfeile herstellt. MP5-Magazin nehmen wir mal mit. Da kommt einer rumgeflitzt. Pfeil bereit machen. Und 3, 2, 1, Zombie. Na komm. Da kommt er. Oh, das hat noch einer gehört. Das haben noch zwei gehört. Nee, der zweite hat es nicht gehört. Der zweite wackelt da hinten noch in Trance vor sich rum. Ich würde sagen, müssen wir mal schnell die Pfeile einsammeln hier. Auch schon wieder super atmosphärisch, aber gerade mit der Lichtstimmung, auch wenn es ein bisschen dunkel wird schon wieder. Aber gerade das macht es irgendwie atmosphärisch. So, kommen wir erstmal hier durch. Bleiben wir erstmal kurz in Ego-Perspektive, würde ich sagen, hier mit Pfeil und Bogen. Ist besser, falls es um die Ecke rankommt. Ah, die ist aber echt schrottreif. Wir nehmen die ja trotzdem erstmal mit im Rucksack kurz. Vielleicht finden wir noch eine zweite. Werkzeugkisten und so weiter haben wir, dann können wir die auseinandernehmen. Mal gucken. Wir sind ja mit, wir sind ja, ich muss mal dran denken, dass wir mit dem Pickup unterwegs sind, auf einer großen Expeditionstour. Weil wir jetzt so lange nicht mit dem Auto unterwegs waren. Letzte Folge auch schon zwischendurch hatte ich die wieder vergessen. Aber wir können ja alles mitnehmen. Dann die Kisten voll machen. So, Moment, haben wir dich schon durchsucht nach Pfeilen? Nee. Alles wieder mitnehmen. Dir auch. Gib her. Ist auf jeden Fall ein super, super cooler Spot auch jetzt schon. Und es sieht auch schon aus, als wenn es hier richtig, richtig lohnenswert ist, vorbeizugehen. Vorbeizuschauen. So. Was haben wir da? Ach so, nur so ein Hut. Okay, den lassen wir erstmal links liegen. Nägel kommen mit rein. Werkzeugkasten, Car Repair Kit. Naja, das nehmen wir auch erstmal mit, ist auch gut. Dann gleich beide auf einmal. So, raus hier. Als nächstes den Hangar hier unten erstmal, würde ich sagen. Schon mal einen Blick rein, werfen, wie viele Zombies da überhaupt drin liegen. Und wie viel schon gleich wirklich aufschieben, wenn wir die Tür aufmachen. So, vielleicht sollte man da raufklettern, von da ein bisschen übers Gelände gucken. Schon mal von oben alles wegschießen, was wir kriegen können. Nehmen wir. Du kommst mit, du kommst mit, du bleibst hier, du bleibst auch hier. Eine kleine Loot-Tour. So, haben wir da reingeguckt, ja, ne? Ja, da hat
hier reingeguckt. Jetzt haben wir hier die einfachen Baracken. Die lassen wir erstmal auch. Wir machen erstmal die Hangartür auf. Schön leise. Und vorsichtig. Die Falle noch von dem hier holen. Da drin ist immer noch einer eingesperrt. Ne? Der kann anscheinend nicht raus da. Sehr gut. So, gib uns mal die Pfeile zurück. 1, 2. Was macht der hier? Warum ist der nicht... Hat da irgendwas? Nee, ich wollte sagen. Hier ist noch Platz. Okay, ein Stapler langsam verbraucht hier. Die gehen auch doch kaputt. Kann man höchstens 2, 3 Mal wieder raus und dann sind sie irgendwann hin. Okay. Ich muss sagen, der wacht sowieso schon gleich auf. Natürlich liegt hier vorne ein Behelm da. Okay, den haben wir aber auch. Da liegt noch ein Helmchenträger. Ist der Eingesperrte, ne? Ja, ist immer noch der Eingesperrte. Gut, alles klar. So, du hast keinen Helm auf. Und der hat wieder einen Helm auf. Zock. Und ganz hinten liegt sogar noch einer. Da sieht man den Stiefel rauslunzen. Wie er aussieht mit seiner Antenne auf dem Kopf. Oh, oh. Okay, den haben wir. Vorsichtig rein. Tür zu hinten liegt zwar noch einer, aber der liegt weit genug weg. Wie viele hier drin liegen. Eins um Hangar. Also wir müssen einfach gucken auf unsere Bogenfertigkeit. Letztes Mal schon vergessen zu gucken. Gucken wir mal. 48. Könner, wir sind auf der Hälfte zum Weg zum Experten. Richtig gut. Noch nie irgendwie ansatzweise in der Nähe gewesen. Vorher in den ersten beiden Staffeln konsequent den Bogen komplett ignoriert. Nicht einmal benutzt oder vielleicht einmal. Und auch nie was auf Bogenschießen gehabt. Dabei ist das so gut. So. Was liegt da oben drauf? Ah, naja. Nee. Schmeiß trotzdem mal weg. So, jetzt machen wir den letzten nochmal da hinten. Hat er auch einen Helm auf? Oder ist das... Hat auch einen Helm auf, ne? Ja, sieht auch aus wie ein Helmchen. Ist auch eins. Upp. Hat auch wieder 2 ausgehalten. Weg damit. So, alles klar, das haben wir. Machen wir Third Person wieder hier ein bisschen für die Übersicht. So, du kommst auf den Rücken. Holen wir erstmal alle Pfeile raus, dann durchsuchen wir den ganzen Hangar hier. Ist schon so drin, sich nervös umzugucken. Dabei brauche ich sie drin ja gar nicht machen. Schon eine automatische Bewegung. Immer beim Aufsammeln und durchsuchen, schon den Kopf drehen. Gucken, ob mich doch noch irgendwo ein Zombie angestürmt kommt. So. So viel dazu, wie durchsuchen. Holen erstmal alle Pfeile. Aber wenn die Kisten jetzt schon direkt hier vor meiner Nase sind, muss ich da mal reingucken. Hier ist doch irgendwo jetzt unser Köcher drin. Oh, Moment, die nehmen wir mit. Das ist gute Schrotmunition. Die kommt raus. Was war das denn? Ist irgendwas vorbeigeflogen. Laubblätter. Da haben wir geguckt. Da haben wir noch nicht geguckt. Das ist nix. Draußen jault auch schon wieder ein Wolf rum. Kaum, dass es gegen Nachmittag geht hier. Ein bisschen dunkler wird. Sonne ein bisschen tiefer steht. Werden die Wölfe aktiv. So, was haben wir hier? Tagebuch. Weg damit. Ja, nee, brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir auch nicht. Obwohl, Moment! Wir können ja mal so eine Schneetarnmütze mitnehmen hier doch. Obwohl, der Mütze friert man aber auch. Wir brauchen eigentlich so eine Schneetarn-Wintermütze hier. Bleibst doch hier. So. Einer schleicht aber auch noch hier hinten draußen rum, so wie es das anhört. Nicht nur der Eingezäunte. Gucken wir mal. Da ist auf jeden Fall noch einer und da ist noch einer. Und der da hinten auf hat uns auch schon gehört. Schnell, schnell. Der ist schon da. Au! Ah! Gehst du weg? Nein. So nicht. Was ist denn das? Das ist ja ein Mad Max Pickup. Oh Moment, nicht überstürzt reagieren. Das ist ja ein...
Oh Wahnsinn, Leute, wir haben Mad Max Pickup gefunden, den haben wir noch nie gefunden. Die neu auch sind mit dem Hellriders Update halt. Oh, wie cool. Oh, wie cool, den werden wir uns so mitnehmen. Wir werden unseren roten Pickup hier irgendwie stehen lassen. Ist egal, wir nehmen unseren Treibstoff rüber. Oh, wir müssen den Zustand überprüfen. Natürlich, wenn er natürlich jetzt völlig schrottreif ist, müssen wir gucken. Ansonsten, aber wir können den Treibstoff abzapfen. Und wir haben auch hier das Überbrückungskabel mitgenommen. Aus der Werkstatt im Gefängnis. Das heißt, wir können die Batterie auf jeden Fall auch aufladen mit unserem Pickup. Oh, wie gut. Wie cool, wie cool, wie cool, wie cool, wie cool. Guck doch mal gerade, wie cool das überhaupt hier aussieht. Mit dem Schatten hier von dem Turm. Und dort oben, was ist das da oben? Ein kleines Geschäft irgendwie hier auch noch mit drauf. Keine Ahnung, auf jeden Fall super. Wir müssen erstmal hier jetzt gerade auch einen Screenshot machen. So ein bisschen, man kann ihn zwar nicht richtig erkennen auf die Entfernung, aber so, dass man den Schatten so ein bisschen mit drin hat. Weil das hier gerade super atmosphärisch aussieht. So, Foto. Foto muss sein. Alles klar, wir müssen unseren Pickup hier reinholen. Jetzt müssen wir erstmal den hier draußen wegmachen, der hier so einen Krach macht. Was ist das für ein cooles kleines Gebäude? Einfach nur so ein kleines Bürogebäude. Oh, Snackautomat hier gleich. Das ist Bürogebäude, ne? Aber hier so. Dieser Wartebereich. Keine Ahnung, was das für ein Gebäude sein soll. Auf jeden Fall gibt es hier abgelaufene Schokolade. Aber es ist die Apokalypse. Hau rein. Alles essen. Mal sehen, wie die Übelkeit nach oben schießt. Wie viel Prozent haben wir? Guck mal, 14%, das ist gar nichts. Und dann haben wir noch ein rohes Ei oben drauf. Das ist aber noch top. In Schuss. Hier gibt es Eier, hier gibt es einfach so, das, wahrscheinlich war es ein hartgekochtes Ei, weil es war, ist ja im Snackautomaten drin. Und der Getränke hat ja auch noch was zu liefern. Hier, wir sind auch gerade sehr durstig, das passt. Super, obwohl wir gerade eine Flasche Wasser gefunden hätten, auch die trinken können. Aber jetzt trinken wir erstmal hier. Wie cool ist das mit diesem kleinen, mit dem kleinen, ja, Kaffeekanne hier, ne? Oder Teekanne. Sieht eher ein bisschen nach Tee aus, würde ich sagen, von der Form. Und den Bechern hier und so. Diese kleinen Details hier, da unten, einer ist umgekippt. Finde ich immer so cool. Ich mag das ja gerade dieses, ne? So dieses, was wir schon oft im Spiel festgestellt haben, eben einfach über diese verlassenen Geländestreifen und sich umgucken. Weil verlassen ist ja mal relativ bei unseren Zombie-Horden. So, erstmal schon getrunken. Was gibt's hier drin noch Schönes? Ein paar Nägel. Warum nicht? Aber wir haben Pickup, Leute. Wir haben Mad Max Pickup. Das ist so cool. Das ist so cool. Wir müssen sofort jetzt auch gleich wirklich unser Auto hier rein. Wir müssen gucken, dass wir hier alle wegmachen, die jetzt hier sind. Dass wir hier erstmal frei ranfahren können. Obwohl, ne, wir haben schon drei davon in Reserve. Wir müssen auch, wir brauchen auch nicht 20 davon. So, da steht er. Da steht er und wartet, dass wir ihn einsatzbereit machen. Wir holen doch erstmal unseren Pickup und dann gucken wir, wie der drauf ist. Ich will mich überraschen lassen. Jetzt, wir holen jetzt erstmal unseren Pickup hier rein. Da. Ja. Nee, komm, schaffen wir noch. Eine Brust. Noch ein. Haben wir hier schon reingeguckt in die Kisten? Nee, haben wir nicht. Oder? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wir haben Mad Max Pickup! Was sagst du dazu? Au, oh, du hast was im Hinterkopf. Ich mal zum Arzt gehen, das sieht ganz furchtbar aus. Okay, wir ziehen jetzt hier und machen erstmal den hier draußen weg und holen wir unser Auto hier rein jetzt. Ist jetzt soweit. So. Wo ist denn jetzt hier deine Käfigtür? Du bist ja gleich doppelt und dreifach eingesperrt. Da hängt er fest in der Ecke. Komm. Ist das überhaupt der oder ist hier vorhin noch einer? Jetzt ist schon der, ne? Du bist der Richtige. Die Richtige. Ah. Ich dachte mal hier. Ach, ja, naja, gut. Car Repair Kit drin. Oh, ich hoffe, der ist nicht so. Wenn, egal wie, wenn der nur so halb okay ist, nehmen wir den mit. Wir machen den irgendwie. Sehr schön, 20 von 20 Feuerzeug, sehr cool. Wir nehmen den auf jeden Fall irgendwie, nehmen wir den mit. Ganz klare Sache. So, jetzt gehen wir erstmal hier nach draußen.
Bis hierhin sind wir doch schon gefahren. Wie kommt man da überhaupt rein? Oh, genau unter dem Tor müsste er schon stehen, ne? Hinter dem blauen Tor. Oh, wie gut, wie gut, wie gut. So, auf geht's. Naja, komm, 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 komm. Das will er nicht, weil er weiß, dass er schon ausgetauscht werden soll. Es streikt schon das Auto. Den holen wir danach natürlich auch irgendwie dann wieder ab. Den. Obwohl, mal gucken, wenn wir den haben, brauchen wir, ja auch nur einen Picker. Muss auch nicht übertreiben jetzt hier. Wir können eh nur einen gleichzeitig fahren. Kann natürlich immer eine Reserve haben, falls da was schief geht, aber. Ja, dafür haben wir unser Motorrad dann ja noch. Okay, jetzt gilt's, Leute. Wir müssen den vor allem irgendwie daneben platziert kriegen, damit wir das mit dem Kabel hin nutzen können, denke ich. So, das müsste aber schon reichen. Alles klar. Okay, jetzt zählt's, Leute. Jetzt gucken wir, wie der Zustand ist. Oh, sei keine absolute Schrottkarre. Der qualmt aber schon. Der sieht schon nicht gut aus. Okay. Aber wie ist ein bisschen Treibstoff drin und ein bisschen Batterie? Aber der ist natürlich wirklich. Oh, der ist natürlich wirklich. Was ist das da oben? Ist das hier eine. Eine Werkstatt ist das nicht, ne? Das hier. Das ist aber eine Werkstatt, oder ist das Baracken? Das ist so eine Mischung aus beidem, ne? Ne, das ist hier der Speisesaal. Okay. Was haben wir da noch? Einen Kaffee? Nehmen wir. Ah, erstmal. Schluck Eiskaffee. Ich stehe schon länger hier rum. Ein Topf, Leute! Wir haben. Das ist ja so cool. Das ist ja so ein guter Ausflug jetzt schon. Jetzt schon der beste Ausflug, den wir überhaupt jemals. Das nehmen wir auch mit. Wer weiß, ob wir nicht mal irgendwie hier was zubereiten wollen, wo wir das brauchen können. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Aber einen Topf haben wir. Und da wissen wir, dass wir den brauchen. Ist das cool. Sehr schön. Den haben wir auch letzte Staffel lange, 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 lange noch gesucht. Und nie gefunden. Sieht da noch ein Topf etwa? Nee, das ist jetzt. Was bist du denn? Ach, das ist der Eimer. Okay, wie cool. Gut, dass wir unsere Kisten dabei haben. Können wir das alles reinkramen. Ist der Rucksack wieder leer. Und dann gucken wir jetzt, dass wir den. Ja, ich muss mal jetzt gucken, ob wir da oben jetzt noch ein Car Repair oder sowas finden. Das wäre natürlich super. Aber so ist auch schon cool. Wir nehmen ihn trotzdem mit. Wir nehmen ihn trotzdem mit. So, jetzt kommt erstmal raus hier. Zack, Kram und Krempel. Ich habe die Kisten beschriftet, kam von euch in die Kommentare rein. Ich weiß, dass man Kisten beschriftet kann. Wir haben noch zu Hause auch alle Kisten beschriftet, aber die jetzt hatte ich jetzt nicht beschriftet, aber jetzt habe ich sie auch beschriftet. Weil sonst weiß ich auch nicht, was was ist. Jetzt haben wir hier Kram und Krempel und, wenn sie denn rauskommt, unsere Waffenkiste. So, das ist eigentlich alles hier Kram und Krempel. Alles zusammen da rein. Und hier die Schrotflinte kommt aber in die Waffenkiste natürlich. Und der Rest ist aber hier. Und, Magazin kommt auch in die Waffenkiste. Und Schießpulver habe ich aber hier reingeschmissen. Ja, Schießpulver kommt hier rein. Alles klar, wie viele Werkzeugkisten wir auch haben. Nur kein Car Repair Kit. Schrotmunition noch bei Waffen mit rein. Aber dafür mal Kochtopf. Und nochmal Pfeffer. Oder ist das jetzt Salz? Nee, schwarzer Pfeffer. Sehr schön. Salz brauchen wir auch noch. Dann müssen wir zur Saline wahrscheinlich. Zu den Salinenbecken fahren. So. Okay, und jetzt haben wir hier irgendwo doch. Da ist es. Kabel. Benzinkanister haben wir auch dabei. Jetzt gucken wir erstmal, wie das mit der Batterie. Wobei, der hat ein bisschen Batterie. Aber egal, wir machen da noch mehr. So. Jetzt bin ich gespannt. Nee. Wir wollen jetzt hier. Ich will nichts verstauen. Ich will jetzt hier mit diesem. In Drähte schneiden. Nee, 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 nee. Nicht in Drähte schneiden. Kabel, mit denen man motorisierten Fahrzeugen Starthilfe geben kann. Ja, das ist der Plan. Oder müssen die eigentlich. Ja, so geht's auch, aber besser wäre natürlich, wenn sie Nase an Nase gegenüberstehen noch. Aber es muss doch eigentlich auch so gehen. Ich meine, wir sind doch. Das, die Entfernung muss doch reichen. Aber okay, vielleicht müssen sie. Dann müssen wir den ein Stück zurückfahren hier. Weil der hat ja ein bisschen Batterie. Eigentlich können wir das auch lassen. Eigentlich können wir nur den Treibstoff abzapfen. Weil wenn wir den erstmal ein bisschen bewegen jetzt hier, dann reicht das mit der Batterie. Aber locker.
So. Egal, wir probieren das nochmal. Jetzt hier. Wenn wir unseren jetzt genau vorne rüberstellen. Vielleicht ist das Kabel so kurz, dass die genau gegenüberstehen müssen. So auf die Entfernung, dass es nicht reicht. Komm mal her. Weil ich weiß, dass die funktionieren, die Dinger. Die hatten wir irgendwann. Hatten wir das, glaube ich, mal gemacht. Ich glaube, in der allerersten Staffel oder so. Auf jeden Fall, die gehen. So. Jetzt nochmal. Hier, nehmen wir das in die Hand. Gibt's doch gar nicht. Hüse, kletter da rauf. Warum können wir es nicht anschließen? Naja, wir haben das Kabel dabei. Die Autos stehen so, wie sie stehen sollten. Eigentlich müsste es jetzt die Option geben, dass wenn wir was machen könnten, wir haben es in der Hand, ne? Also eigentlich sollte jetzt irgendwas. Batterieladen wird ja hier auch angezeigt, aber ist halt ausgegraut. Können wir also irgendwie nicht machen. Na gut, nicht so schlimm, der hat ja ein bisschen Batterie, das soll uns reichen. Wenn wir jetzt nicht bewegen, dann, ne, kurz jetzt, dann passt das schon. Einmal jetzt hier so stehen lassen, den stellen wir jetzt auch kurz hier hin. Sehr schade, dass das nicht funktioniert. Ich war echt der Meinung, dass das irgendwie gehen sollte. Was war das denn jetzt? Waffen wollte ich gar nicht ziehen. Na gut, na gut. Dann nicht. Dann machen wir das eben so. Ist auch egal. Du kommst hier rein. So. Wir zapfen. Achso, das kommt auch erstmal in den Rucksack alles rein hier. So. Und du kommst raus in den Rucksack. Du kommst in der Hand. Wir zapfen den Treibstoff ab. Zapfen auch alles ab. Ist egal. Wir lassen, wie gesagt, jetzt stehen den Pickup. Der wird dann eh, die Batterie wird sich dann eh entladen, wenn wir den jetzt hier länger stehen lassen. Deswegen nehmen wir jetzt alles mit, was wir kriegen. Es wird eh nicht, der wird, also wahrscheinlich wird immer noch was drin sein. Jetzt selbst, wenn wir den Benziner nicht da voll machen. So, einmal hier auftanken. Wie cool, Leute! Wir haben Mad Max Pickup. Guckt ihn euch an mit dem Motorblock vorne raus, so ein bisschen, ne, abgenudelt, einfach hinten die Fenster so ein bisschen verbarrikadiert hier. Richtig, richtig cool. Und das ist ja nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt mit dem 07er Update. Ich hoffe, es kommt wirklich irgendwie im Dezember. Jetzt oder dann Ende November, Dezember. Ich hoffe, dass das passt so. Dass da noch wirklich rauskommt. Okay, dann schmeißen wir jetzt natürlich, warum stelle ich ihn überhaupt auf den Boden? Schmeißen wir die natürlich jetzt hier rein. Und jetzt unser neues Auto. Den nehmen wir jetzt mit. So, hier rein. Hier rein. Dann auch unsere Vorräte hier oben rein. Zack, halt einmal so. So, wie sieht es eigentlich aus mit unseren Schuhen? Können wir auch gleich einmal nähen. Das hier rein. Brot. So. Schuhe einmal reparieren, dass wir die gar nicht erst durchlaufen. Und auch alles hier ist schon wieder ein bisschen angeschlagen. Die Zombies haben doch schon wieder gute Watschen verteilt. Oh, 69% unser. Da müssen wir aufpassen, dass unsere schöne Schneetarnung hier, unser schöner Schneegedi-Suit kaputt geht. Das andere ist auch schon wieder alles auf 80%. Einmal reparieren. Hier, nicht in Lumpen. Also dieser Teil soll es reparieren. Das ist alles repariert. Okay. Passt, passt, passt. Der Rest passt so. Okay. Dann gucken wir mal, wie viel Treibstoff haben wir hier jetzt noch drin. Immer noch ordentlich. Wir sollten ihn auch wirklich voll machen, den anderen. Jetzt nicht, dass der uns da noch liegen bleibt. Weil der Weg nach Hause ist nicht so weit. So weit ist er nicht. Gucken wir, wo wir dann noch rumfahren. Ob wir jetzt hier rumfahren oder ob wir dann vielleicht sogar mit dem. Dann nochmal zurückfahren zum Gefängnis. Um da nochmal zu gucken wegen dem Werkzeugkasten, wegen dem Car Repair Kit. Wahrscheinlich brauchen wir dafür aber nochmal einen Airdrop. Gut. Okay, die Kisten lassen wir kurz hier draußen stehen. Wir wollen ja oben noch reingucken. Und dann nehmen wir wirklich doch noch mehr Treibstoff raus. Tatsächlich, wir füllen ihn richtig ordentlich auf hier. Dass wir damit gut fahren können. So, Treibstoff abzapfen. Aber komisch, dass es mit dem Starterkabel nicht geht. Ne? Wir haben jetzt. Oder vielleicht ist das nur noch, funktioniert das nur noch im Mehrspielermodus. Dass quasi einer im Auto drin sein muss, der das ein Auto läuft. Schon. Dass einer schon hier im Auto drin ist. Das Mo Aber das, eigentlich kann man die Kabel anschließen, während das Auto nicht läuft. Und dann kann man erstmal den Motor anschmeißen. Aber vielleicht, ja, ich habe keine Ahnung. Oder wir sind noch nicht.
Weil wir ja irgendwann, aber ja, unsere Skills sind gut genug. Denke ich, würde ich sagen, für sowas hier. Medizin, Überlebensfähigkeit, Aufmerksamkeit, Geschicklichkeit werfen. Oh, das hat was mit dem Fahrenskill einfach zu tun. Dass das direkt zusammenhängt. War kein gut, weil wir das noch nicht haben, dass wir uns mit, also quasi mit Fahrzeugen nicht auskennen. Dass wir nicht nur nicht gut fahren können, sondern dass der Fahrenskill vielleicht auch bedeutet allgemein zusammengefasst, dass wir uns mit Fahrzeugen nicht gut auskennen. Dass wir deswegen auch nicht wissen, wie wir da die Kabel richtig anschließen. Obwohl das ja blöd ist, da könnte man auch die Batterie nicht aufladen. Ach, keine Ahnung, Leute, ich weiß es auch nicht. Ich habe keine Ahnung, warum das nicht geht. Es geht einfach nicht. So, auftanken. Aber es macht auch nichts. Ich bin einfach froh, dass wir den gefunden haben. So ein cooler Fund. Was für eine wirklich lohnenswerte Expedition. Das Gefängnis war schon super cool und das hier ist jetzt wirklich, das ist so nochmal, das ist nochmal das i-Tüpfelchen oben drauf. So, Treibstoff einfüllen. Das reicht jetzt. Ich glaube, so reicht das jetzt. Damit ist der voll genug. So, jetzt können die Kanister da rein. Tada! Tada, tada, tada. Wir haben den Mad Max Pickup. Jetzt gucken wir nochmal hier oben rein. Nicht einer drin. Ja, ganz fies, keine Chance gelassen. Nochmal ein bisschen Küche hier. Ah, wird auch so, wir müssen halt nur vorsichtig mit dem jetzt dann zurückfahren. Oder unsere Tour weiterfahren, wie auch immer. Und dann passt das schon. Könnten auch vorwärts weiterfahren, also nur in die andere Richtung. Dann kommen wir auch nochmal an der einen Tankstelle vorbei. Wo wir waren, vielleicht haben wir da auch nochmal Glück. Und dann könnte man nochmal komplett voll tanken. Und da kann man ja auch nochmal ein Car Repacket finden. Was ist denn das hier? Das ist einfach nur das Gebäude der Radiostation hier. Keiner drin. Sehr ranzige Banane, die lassen wir mal lieber da. Abgelaufene Schokolade geht noch, aber so eine ranzige Banane, das können wir nicht riskieren. So, hier ist der DJ. Macht ein Nickerchen. Deswegen läuft doch schon den ganzen Vormittag kein Radio. Der hier nur rumlenzt. Na? Tür auf. Oh, ich muss aber klemmen hinter der Tür ein. Klappt gar nicht mehr so gut. Eigentlich gut, dass auch hier gemacht. Gibt es hier noch was zu trinken? Sehr schön. Nehmen wir noch einen Schluck. Passt soweit aber auch. Uns geht's gut. Uns geht's gut, uns geht's immer besser. Wir haben Mad Max Pickup gefunden. Wie cool, wie cool, wie cool. Diesen Schrotthaufen, also hier im Müllhaufen, kann aber nicht jetzt irgendwie mal so ein Car Repacket drin sein. Das hat man noch nie. Guck mal da schon rein. Ganz schön verzweifelt. Auf der Suche jetzt, aber der ist auch schon ziemlich angeschlagen. Das ist schon gefährlich. Wir haben ja gesehen, wie schnell das geht. Das ist, wenn man einmal kräftig gegen, mit dem jetzt gegen irgendwas gegenkrachen, dann war es das schon. Aber trotzdem möchte ich den mitnehmen. Wo wir den anderen ja auch gerade erst quasi repariert haben. Wir haben den jetzt gerade erst repariert gehabt, den anderen. Noch nicht lange. Genau jetzt, bevor wir damit losgefahren sind. Ah, hätte man das gewusst, hätte man das Car Repacket quasi aufgehoben. Aber naja, kann man ja nicht wissen, dass man hier so einen coolen Pickup findet. Okay. Da haben wir reingeguckt, da haben wir reingeguckt. Da unten. Da haben wir durchgeguckt. Da. Da sind keine Gebäude, aber ich erstmal im Vorschlaghammer rum. Im Hangar waren wir drin, da waren wir drin. Autsch! Oh, da waren wir nicht drin, oder? Oder hier ist jetzt ein Carry-Pack drin. Da haben wir schon reingeguckt. Na gut. Doch, hier waren wir drin. Das ist ja das kleine Gebäude hier. Hier haben wir auch nicht reingeguckt. Oh,
Sehr schön, nehmen wir immer gerne. Können wir uns eigentlich wieder neue nächste. Moment, können wir nicht ein bisschen. Haben wir noch Platz in der Hosentasche? Nee, okay, wir haben genug Verbandmaterial. Oh, ganz ruhig. Dann brauchen wir dafür nichts mitnehmen. So. Oh, noch ein bisschen was versteckt hier unter der Treppe. Aber nichts drin. Was fliegt hier noch rum? Ein Hemd. Oh, das ist wahrscheinlich nur ein kleines Toilettenhäuschen hier. Ja, sind's auch. Okay, Leute, ich würde sagen, wir haben uns hier an der Radiostation gut umgeschaut. Und es hat sich sowas von gelohnt, hierher zu fahren. Die ganze Expedition hat sich jetzt schon sowas von gelohnt. Haben wir hier schon reingeschaut? Nee, hier gibt es noch Baracken. Wie cool. Lohnt sich ja immer, wird immer lohnenswerter. Wie gut. Was haben wir da noch? Einen Motorradhelm? Ja, nehmen wir erstmal. Ich glaube, wir haben noch nicht so viele Motorradhelme. Aber wir haben schon den coolsten. Ich habe egal, wir nehmen ihn trotzdem erstmal mit jetzt hier. Raus damit, raus damit. Oh, vielleicht finden wir hier noch jetzt einen K98 oder so. Werkzeugkisten sind hier eher selten drin. Hier findet man jetzt auch nur noch Militärausrüstung eigentlich. Hier in den ganzen Feldkisten. Haben wir auch Waffenschränke? Nee, Waffenschränke haben wir hier keine. Hat man ja auch öfter in den Baracken. Oder an der anderen Seite? Nee. Keine Waffenschränke zum Knacken. Aber dafür viele, viele Feldkisten. Was fliegt da noch rum? Noch eine andere Gasmaske? Oder ist das die gleiche? Sieht so anders aus. Nehmen wir erstmal mit. Vielleicht täuscht es auch, weil es eine andere Farbe hat. Ach, schade, alles leer. Was haben wir hier? Salz. Mehr oder weniger. Ne? Super, haben wir das auch nochmal gefunden? So, okay, ihr Lieben. Und ich würde sagen, jetzt haben wir uns hier ziemlich gründlich umgeschaut. Und dann würde ich sagen, kommen wir hier langsam zum Ende dieser Folge. Muss auch langsam anfangen zu dämmern. In der nächsten Folge werden wir uns dann, glaube ich, mit unserem neu gefundenen Pickup erstmal in die andere Richtung rum auf den Weg nach Hause machen und gucken, dass wir vielleicht noch hier vorbeischauen, was das hier ist. Einmal hier noch rum, genau, dann kommen wir hier unten einmal vorbei. Und dann können wir nochmal einen Bogen schlagen zurück und vielleicht nochmal hier einmal nur in die Autowerkstatt reingucken, am Gefängnis. Und dann langsam zurück nach Hause. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge, ihr Lieben. Dann haben wir jetzt heute wieder noch mal eine normale Folgenlänge. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass es keine XL-Folge geworden ist, aber so passt es auf jeden Fall besser mit den Upload-Zeiten, denn die Folge gestern kam ja viel, viel zu spät raus und hat deswegen auch alles andere über den Haufen geworfen. Weil das echt so lange, das hätte ich auch nicht gedacht, aber die Videodatei war auch wirklich riesig geworden mit einer Folgenlänge von über einer Stunde. Ja, machen wir das so. Und dann können wir uns auch in Ruhe überall umgucken. Und wie gesagt, was wir in einer Folge nicht haben, haben wir in der nächsten Folge. Jetzt haben wir erstmal ein Pickup. Ich werde gleich nur ein kleines Stück hier auf und ab fahren und den schon mal ein bisschen, dass wir hier rauskommen aus dem Gefängnis, von der Radiostation vom Gelände, dass wir einmal hier runtergefahren sind, damit wir den sicher dort stehen haben und die Batterie noch ein bisschen mehr Ladung bekommt. Ja, ihr Lieben, wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich doch riesig über einen Kommentar, einen Daumen nach oben freuen. Wenn ihr in Zukunft gerne mehr sehen wollt, lasst ein Abo, da würde ich mich immer dabei freuen. Sonst kann ich nur sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.